Hallo Leute, willkommen zurück zuletzt bei Harvest Moon, A Wonderful Life. Ja, wir sind mittlerweile, glaube ich, am 9. Tag des Sommers, wenn ich mich nicht ganz irre. Ja, 9. Tag des Sommers. Maya schläft noch, das ist okay, das darf sie. Wie sieht's denn mit meinen Melonen aus? Scheiß auf alles, ich gehe zum... Aber wobei, hier, Frühstück will ich auch. Da, mal kurz frühstücken. Ich hab selbst noch nicht gefrühstückt, muss ich sagen. Ich freue mich aber schon drauf. Frühstück. Oh, das sieht doch schon mal... Oh, das sieht ja richtig gut aus. Kann ich dich schon... ich kann ihn noch nicht ernten. Aber bald. So, ich habe vergessen, mein Zeug zu verkaufen. Okay, naja, es ist auch schon vorbei. Das sieht ja schon mal richtig, richtig geil aus. Wenn ich ein bisschen Glück habe, kann ich es noch ernten, aber... Naja, wir sehen es ja dann. Das war ein ganz schön knappes Zeitfenster mit den Melonen. Wenn die nur im Sommer wachsen und so lange zum Wachsen brauchen, das ist ein ganz schön knappes Zeitfenster. Ich weiß gar nicht, am wievielten Tag ich die Melone ausgesät habe. So. Wunderbar, Rick. Schön alles gießen. Schön, 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 schön. Ich hoffe jetzt auf jeden Fall sehr, dass das mit den Melonen hinhaut. Ich habe zudem auch gelesen, wie ich kochen kann. Und tatsächlich, ich kann noch gar keinen Fisch zubereiten. Denn dafür muss ich erst verschiedene Salate oder Suppen zubereiten, ohne Witz. Das ist in dem Spiel irgendwie so gemacht. Man muss entscheiden, was man macht. Macht man Salat, eine Suppe, eine Vorspeise? Ich glaube, Nachspeise gibt es auch. Muss man entscheiden, was man machen will. Und erst dann kann ich das eben machen. Das bedeutet, solange ich nicht die Option Vorspeise habe, kann ich keine Vorspeisen machen. Irgendwie behindert. Aber ich weiß auch schon, wie ich eine Suppe mache. Und zwar wird mir da der Herbst sehr helfen. Denn man kann Süßkartoffelsuppe machen. Einfach eine Süßkartoffel. Mehr brauche ich dann nicht. Angeblich. Kann ich leckere Süßkartoffelsuppe machen. Goodie. Dann kann ich das ein paar Mal machen eben. Und wenn ich das dann habe und irgendwann mal Vorspeisen machen kann, dann kann ich mir Sashimi machen und das ist dann einfach nur Fisch. Ist dann für mich wahrscheinlich am einfachsten. Ja, ja. Ist okay. Tu nicht so. Als ob du irgendwie kaputt wärst. Glaubt dir doch eh keiner. So. Ja, 7 Uhr morgens und wir haben unsere Feldfrüchte gegossen. So, was ist hier? Wassermelone blüht immer noch nur. Es gefällt mir nicht. Das will mir nicht gefallen. Muku? Ah, da hinten ist sie. Bist du eigentlich schon wach? Ja, du bist schon wach. Da muss man ja ein bisschen achten immer, ob die Viecher jetzt schon wach sind oder nicht. So, na komm. Sehr schön. Und jetzt muss ich dich nur noch melken und du bist immer noch wach, also kann ich dich melken. Schön. So, nehmen, da. Schön. Wie viel Geld habe ich eigentlich? Genau 1000, genau, da war was. Hallo Epona, du bist noch nicht wach. Wachst du um 8 auf vielleicht? Nö. Gut, dann schlaf weiter, Epona. Schlaf den Schlaf der Gerechten. Du Ritter der Nacht. So, guten Morgen.
Ah, mal dich hier noch. So, ein bisschen knuddeln, genau. Bist du wach? Ja, bist du, okay. Nein, du darfst ihn nicht essen. Denk gar nicht erst dran, du darfst ihn nicht essen. So. Na, komm, knuddel es. Knuddel es! Eier haben sie natürlich noch keine gelegt. Das dauert noch ein bisschen, das ist kein Problem. Das ist kein Problem. Okay. Ja, guten Morgen, Maya. Oh, hast du kein Futter mehr? Warte kurz. Hast du kein Futter mehr? Da, schau. So. Lass dir schmecken, Maya. Okay. Den Königsfahren können wir auch noch kurz trinken. Vor allem trinken, mhm. Wisst ihr, den Königsfahren, den verarbeiten wir mir erst kurz zu einem leckeren Smoothie. Deswegen trinken wir ihn und essen ihn nicht. Den hat, der hat so einen Mixer, so einen handlichen Mixer hat der immer dabei. Den hat er sich bei Home Shopping Europe gekauft. So. Wunderbar. Epona. Dankeschön. So. Ich finde es übrigens blöd, dass wir nicht vom Pferd abreden können. Das ist sehr, sehr blöd gemacht. Und hier sind keine Blumen. Blöd. Hey, Takakura, bleib von meiner Frau weg, ja? Die steht nicht auf so alte Penner wie dich. Die will ja was Junges, was Dynamisches. Die will was gebieten haben, geboten bekommen, Teil, Dingens, Kirchen, Tuten, Tun. Eventuell unter Umständen mit Tomatencremesuppe und Croutons. Sagst du eigentlich irgendwas, dass ich deine... Grüß dich. Ich freue mich so, dass du meine Seele hier heiratest. Ach, du sagst das, okay. Ich kann euch stets besuchen. Nein. Ich wollte nur mal wissen, ob du was dazu sagst, dass ich sie heirate. Sehen. Hallo, ich will es sehen. Eine schöne Frisierkommode. Ist da deine Unterwäsche drin? So, da. Hey. 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 Da. Nimm. Jetzt habe ich aber 5 Herzen bei dir, oder? Alter. Ich will 80.000 Herzen. Mindestens. Sagst du auch was? Ja. Was soll ich jetzt machen? Hm. Oh, schon gut. Also, willst du etwas kaufen? Was willst du von mir? Nein, okay, komm mal wieder vorbei, verpiss dich. Wolltest du Celia heiraten oder was kaputt mit dir? Celia gehört mir. Meins. Einzig und allein meins. Meins. Ich mag Celia. Meins. Ah, dann haben wir nochmal Blumen, schön. Blümchen. Schön. Ja, wenn wir sie auf die Uhr schauen, bei der Ding können wir dann auch mal vorbei, bei der alten Oma. Oh, dafür sind hier jetzt sehr viele Blumen. Drüben sind keine, aber dafür sind hier sehr viele. Oh nein, ich will vor dem Arzt bei ihr sein, aber gut, das schaffe ich locker. So. Ich will dringend vor dem Arzt bei ihr sein. Weil sonst, wenn der Arzt da ist, hey, ich habe aber gerade keine Zeit für dich. Nein. Ich wurde gerade schon vom Arzt bestiegen. So. Oh, sie ist beim Üben. Die Kleine, deren Namen ich vergessen habe.
kurz klopfen. Es gefällt mir so in dem Spiel. Er hat Anstand. Jo, was geht? Oh, Spike, schön dich zu sehen. Ja, ja, entspann dich. Übt wirklich sehr viel, ja, ja. Guck mal, ich hab was für dich. Na, komm. Ja. Ja, sie nimmt es an. Sie nimmt es an. Ich will die Mizi. Schenk mir die Mizi. Ich mag die Mizi haben. Nee. Schenk mir die Mizi. Okay, Vans Laden ist geöffnet. Oh. Van öffnet seinen Laden. Na. Hallihallo, Van. Habe ich eigentlich irgendwas, was ich bei dir verkaufen kann? Die Fische, aber sonst nichts. Kann ich jetzt halt eigentlich, wenn ich kurz zu Carter gehe und mir da... Aber weißt du was, scheiß doch drauf. Angeln. Solange Van noch da ist. Solange Van noch da ist, müssen wir das ausnutzen, dass wir Fisch verkaufen können. Aber leider ist das Angeln in dem Spiel jetzt nicht so gut. Es dauert so lange. Ja, Angeln dauert in der Wirklichkeit noch länger, aber es ist ein Spiel. Ah, da beißt schon was an. Und ich werde es natürlich an Land ziehen, weil ich mittlerweile weiß, wie das Angeln hier funktioniert. Na hallo, was haben wir denn hier für einen harten Brocken? Einen großen Colombo. Schmeckt nicht gut. Ja, dann kriegt man Ben. Jetzt werden wir schön viel angeln, damit wir dann ein paar Fische bei... Oh, schon beißt einer an. Bei Van verkaufen können, denn wir brauchen... Ach, ich habe zu früh eingeholt. Denn wir brauchen schließlich ein bisschen Geld. Wir brauchen viel Geld. Süßkartoffeln habe ich zum Glück jetzt seit einige. Kann ich dann alle ausziehen? Aber... Es... Ich habe trotzdem wenig Geld, weil ich muss ja noch Kühe kaufen und so. Und ich brauche mehr Kühe. Ich habe eine einzige Kuh und ein Pferd. Wow. Ich brauche mehr Nutztiere. Hä? Muss mal gucken, wie ich das mache. Ich würde mir am liebsten irgendwie einen Stier kaufen. So ist er nicht. Dann darf der sich... Hat der ein schönes Leben, der darf sich dann die Seele aus dem Leib ficken, aber... das Problem dabei ist einfach nur noch, dass die Stiere relativ teuer sind. Vor allem so ein Star-Stier. Oder ein Bulle, besser gesagt. Nicht Stier, Bulle, wie komme ich auf Stier? Muss ich einfach mal irgendwie gucken, dass ich so schnell wie möglich an Geld rankomme. Jetzt muss ich erstmal... Es kommt halt jetzt alles drauf an, wie das jetzt mit den Melonen klappt. Wenn ich mit den Melonen ordentlich Geld verdiene und die Melonen auch rechtzeitig geerntet werden, dann kann ich mir bald was kaufen.
Na? Ach! Schon wieder zu früh. Bin so ungeduldig. Wie lange ist Van eigentlich da? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Hoffentlich noch ein paar Stunden. Na, willst du anbeißen? Komm, da will doch einer... Ja, schön. Wusste ich doch, dass da einer anbeißen will. Ihr wollt doch alle geangelt werden. Ihr wollt alle geangelt werden. Ihr findet es scheiße, dass ihr hier in freier Natur im Fluss seid. Ihr findet das total scheiße. Ihr wollt in den Backofen oder in die große Pfanne. Ich weiß es doch, wie ihr euch fühlt. Ich kann euch verstehen. Ich bin euer Freund, liebe Fische. Ich entreiße euch aus diesem Gefängnis der Freiheit und bringe euch zurück dorthin, wo ihr hingehört. In den 180 Grad heißen Backofen. Keine Ahnung, bei wie viel Grad man Fisch auspackt, aber 180 Grad ist eigentlich immer eine gute Temperatur. Finde ich. Also irgendwie mit der Temperatur kann man irgendwie nichts falsch machen, habe ich so manchmal das Gefühl. Ganz egal, was ich mache, irgendwie 180 Grad, sowas. Ups, jetzt habe ich es wieder reingezogen. Ist eigentlich immer so eine gute Temperatur, habe ich so das Gefühl. Es sei denn, man macht Pizza. Also selbstgemachte Pizza. Na komm. Bei selbstgemachter Pizza ist 180 fast schon ein bisschen wenig. Da gib ihm alles, was der Backofen hergibt. So. Epona, wollen wir mal ein paar Fische verkaufen? Komm. Wir verkaufen jetzt ein paar Fische. Jetzt haben wir ja ziemlich viel geangelt. So. Yo, Van, ich hab was für dich. Da. 60, hey, gar nicht mal so wenig. Gar nicht mal so wenig, wie ich dachte. So, dann haben wir noch einen großen Colombo. Schön. 40. Na. Beide kannst du haben. Ich mag den Schnurrbart von Van. Wollte ich nur mal angemerkt haben. Der ist cool. Der gibt sogar nur 20. Hm. Es gibt halt Fische, die geben mehr und es gibt Fische, die geben weniger. Man kennt's ja, ne? So, das habe ich doch immerhin schon mal 340 G alleine nur mit Fischen gemacht. Ist okay, würde ich jetzt mal meinen. Ich glaube, da kann man nicht meckern. Jetzt schaue ich erstmal, dass ich, werde ich erstmal meine Hühner kurz, nochmal knuddeln und die Eier holen. Schlaft ihr? Also du nicht. Oh doch, du schläfst. Aber du schläfst nicht.
Jetzt schläfst du jedenfalls nicht. So, du schläfst nicht. Aber ihr habt immer noch keine Eier gelegt. Ja, ich will sie ja gar nicht da drauf legen. Ah, du hast schon Ei gelegt, okay. Nein, du darfst es nicht essen. Das finde ich übrigens ziemlich cool in dem Spiel, dass die Hühner so ausrasten sozusagen, wenn man sie von ihren Eiern entfernt. Das finde ich cool gemacht. So, mir fehlt immer noch ein Ei. So. Wo ist... Ach, ich kann den Muku noch melken. Muku. Enten können hier schwimmen. Ja, wenn mal welche kommen würden. Ups, ich wollte dich erst knuddeln, Muku. Entschuldigung. Es ist doch wie mit den Frauen. Die wollen auch erst geknuddelt werden, bevor sie gemolken werden. Lassen wir das Thema. Hallo, Muku. Dir geht's gut, oder? Ja, dir geht's gut. Komm, ich bürste dich jetzt noch. Guck mal. So. Guck mal. So. Schön, gell? Ebona, magst du auch gebürstet werden? Guck mal. Schön. Okay, dann würde ich jetzt mal sagen, gießen wir jetzt mal noch unsere Feldfrüchte. Und dann will ich was ausprobieren. Etwas, das ich gelesen habe. Oh, die haben eine andere Farbe. Andere Farbe. Ich kann sie ernten. Oh, fick die Henne. Ich kann sie ernten. Das bedeutet, ein paar kann ich morgen auch noch ernten. Oh, das hilft. Und das bedeutet, die, wo blühen, die kann ich nicht mehr ernten. Oh, endlich kann ich was ernten. Das hilft sehr. Würde ich jetzt mal meinen. So, da ich jetzt hier auf dem Bild einfach schlecht erkenne, was jetzt geerntet ist und was nicht, werde ich jetzt einfach alles gießen. Na gut, ein leeres Feld wollte ich jetzt nicht unbedingt gießen. So. Das hilft sehr, dass ich da endlich mal was ernten kann. Schließlich ist es schon der vorletzte Tag des Sommers. Wenn ich Glück habe, kann ich am Ende des nächsten Tages, des letzten Tages wohlgemerkt, hier die wachsenden Wassermelonen ernten. Aber da brauche ich wirklich Glück. Mal gucken, wie das so wird. Ob das überhaupt was wird. Schön wäre es auf jeden Fall. Dafür muss ich jetzt aber immer schön brav gießen. Gut, das tue ich so oder so, aber... Ja. Es sieht gut aus. Hier sind schon ziemlich viele am Wachsen. Ein paar am Blühen noch. Die werde ich definitiv nicht mehr ernten können. Bin ich mir relativ sicher. Aber es sind auch ziemlich viele schon am Wachsen, so. Also... Ja... Es sieht nicht schlecht aus. Ja, simulier doch nicht so. Regnet es? Ich kann es nicht erkennen. Es regnet! Es regnet, es regnet, es regnet, es regnet, es regnet, es regnet, es regnet.
Es regnet, lass die Viecher rein! Es regnet! Muku! Muku! Ebola, es regnet! Schnell, ihr müsst rein! Es regnet, die Erde, die wird nass. So. Wunderbar, Rix. Gute Nacht, ihr zwei. Schön. Dann werden jetzt erstmal meine ganzen Pflanzen nochmal gegossen. Sehr schön. Du bist es. Nein. Dann hast du ein Ei. Alter, wieso bekomme ich kein zweites Ei? Hä? Ich bekomme irgendwie kein zweites Ei. Naja, warum auch immer. Weil's so ist. Oh Gott, regnet es heftig. Maya, Maya, wo bist du? Maya, geh in die Hundehütte schnell. Du bist doch nass. Geh schnell in die Hundehütte, Maya. Geh heim. Du wirst doch nass. Wo auch immer die 510G jetzt herkommen. Wahrscheinlich vom Tag davor nochmal. So. Wie viel Geld habe ich denn jetzt? 1800. Okay. Ist immer noch ein bisschen wenig. So, und jetzt will ich was ausprobieren. Und zwar gehe ich jetzt wieder raus. Und es ist nicht so, okay. Oder es liegt daran, dass es regnet. Weil ich gelesen habe, wenn ich um 10 Uhr abends nochmal aus meinem Haus rausgehe, kommt eine Sequenz mit dem verrückten Wissenschaftler. Aber ich sehe da jetzt gerade keine Sequenz. Könnte auch einfach daran liegen, dass es regnet. Und zwar nicht gerade knapp. Meine Güte, hier geht ja gerade die Welt unter. Sag mal, was ist das hier eigentlich? Warum geht die Tür nicht auf? Warum habe ich da eine Tür, die nicht aufgeht? Gute Nacht, Maya. Maya schläft auch schon. Okay. Ja, morgen der letzte Tag des Sommers. Ja, letzter Tag des Sommers. Naja, wir dürfen gespannt sein auf den letzten Tag. Mal gucken, was das so mit sich bringt. Wir werden jetzt aber mal gucken. Es ist Zeit für deine Lieblingssendung Verrückte Welt. Jede Folge reisen wir herum und suchen neue Geschichten. Heute kommt die Fortsetzung von Auf der Suche nach den Wasseraffen. In der letzten Folge waren wir in der Höhle, mitten auf der Komori-Insel, als wir plötzlich erschraken. Was war das, was da vor uns erschien? Sieh zu und lerne! Wir gingen weiter in die lange, enge Höhle. Oh. Sehr tief drinnen geschah vor uns ein verblüffendes Spektakel. Eine Kuppel von rund 45 Meter thronte über uns. An der Spitze war eine große Öffnung. Öffnung. Da steht Öffnung. War eine große Öffnung. Ein großer Tümpel lag vor uns und spiegelte das Licht, als der Mond hineingefallen. Achso, es wäre der Mond hineingefallen. Endlich hatten wir den Yan-Yan-Teich gefunden. Ich dachte, ihr wolltet den Affen suchen. Es war so dunkel, dass wir ihn nicht klar sehen konnten. Aber ich dachte, das Licht fällt rein. Aber die dunklen Schatten von umgestürzten Bäumen.
Fasziniert von dem Spektakel wurden wir in die Realität zurückgeholt, als wir die PlayStation ausmachten. Als ein Jan-Jan von der Kuppel tönte. Obwohl wir keine Spur sehen konnten, war es zweifellos der Schrei der Wasseraffen. Er heißt Wasseraffe. Also dachten wir natürlich, dass er im Wasser ist. Aber wenn das so war, wie konnten wir dann seine Schreie hören? Als wir auf die Wasseroberfläche starrten, sahen wir, dass die Schatten der Äste sich ab und zu bewegten. Wir standen da und richteten unsere Augen gebannt auf die Wasseroberfläche. Fortsetzung folgt. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Horoskop von heute. Ein normaler Tag. Trink ein paar Cocktails, um deine Energie zu steigern. Jemand Älteres könnte dir Glück bringen. Also ich soll saufen. Bester Wetterbericht. Bester Wetterbericht. Hallo. Das Wetter wird heute schön sein. Deswegen geht draußen auch gerade die Welt unter und es regnet bis zum geht nicht mehr. Bester Wetterbericht. So. Mal gucken. Ja. Der letzte Tag des Sommers wäre somit angebrochen und ich hoffe mal, dass wir es heute noch schaffen, ein paar weitere Melonen zu ernten und somit ein bisschen Gewinn noch zu machen. Also gut Leute, das war dann Let's Play Harvest Moon, a Wonderful Life für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.